es gibt Dinge, die sie nicht ganz so gut können. Helge ist mittlerweile auch bei mir. Helge, welche Dinge könnten das sein, die Prager nicht ganz so gut kann? Ja, zum Beispiel das hier. Ist das schon die Führung? Nein! Also war es der Riest oder war es doch weiter oben? Ja. Denn wenn ja, und das ist der Grund, warum man sich das anschaut, dann könnte man auch über eine rote Karte nachdenken. Also wenn er das ganz genau richtig analysiert und das bitte nicht aus der grün-weißen und auch nicht aus der österreichischen Brille siehst, ja, ist es dann, ist eine schwere Verletzung und deswegen... Ja, die Gelbe nimmt er zurück, genau. Und es ist rot. Also das ist Doppelstrafe für Rapid nach 3 Minuten von Burgstaller. Was wir jetzt brauchen, diese Auflösmomente, wo man dann den Ball gut von einer auf die andere Seite bringt. Voller, Seidel. Und da braucht es wahrscheinlich ein 1 gegen 1. Das ist auch gut. Und das ist der Führungstreffer. Unfassbares Tor in Minute 25. Wegsprintet, da sieht man, jetzt kommt Seidel gleich an den Ball. Löst sich hier. Und jetzt Burgstall im Zentrum, zeigt schon an und war kein Abseits. Weltklasse-Aktion zu 10 gegen Sporting Prager. Also ich habe mir schon oft in dieser Saison gedacht, und es ist bei weitem nicht das erste Rapid-Spiel, das ich in der Saison kommentiere, weil wir die meisten Europacup-Spiele live hatten. Kantos dürfte eine Eckbälle sein. Der zweite für Prager. Ja, und das ist der Ausgang. 33. Der Gegner aus dem Spiel nicht wirklich viel gibt, dann aus einer Standardsituation ein Gegentor kassiert. Ja, ich meine, der Kopfballer richtig gut gesetzt, muss man sagen. Aber du hast über... Das wäre natürlich, wenn es da Gelb-Rot gibt. So, da ist die nächste Chance und da ist der nächste Treffer. Die Frage ist, abseits oder nicht? Ja, also die... Tor trotzdem, bitte sag kein Abseits. Es ist leider eines, mit dem Fuß ist er und mit dem Knie ist er vorne. Schade, das ist ja unglaublich. Ich muss sagen, dass den noch keiner gesehen hat. Oh, der war gefährlich, jetzt der Ballfehler, da konnte allerdings nicht allzu viel dafür. Sangaré, der Abschluss und der Treffer. Wie gesagt, 70 Minuten sind um, überwindet Niklas Hedl. Und das war so ein Moment, Sangaré kann sich den Ball nicht stoppen. Ist es Müdigkeit? Fragezeichen, wie Salazar das macht. Zieht den Ball nach hinten, bester Spieler von Prager. Sieht, dass wer kommt, zieht ihn nach hinten und dann der Abschluss war genau dorthin gewollt. Wieder keine Chance. Na, aber hat es natürlich schwer, der